In Griechenland und Italien liegt die Eigenheimrate bei 70-80%. In Deutschland nicht einmal bei 50%. Doch jetzt erobern Holzhäuser den Markt, die man sogar mit Freunden unter Anleitung fast allein zusammenbauen kann. Ich besuche heute Familie Wieferich, die seit einem Jahr in ihrem neuen nachhaltigen Eigenheim wohnt. Hallo! Hallo! Und ich wollte fragen, ob ich mir mal euer Haus angucken darf. Das würden Sie gerne. Großartig! Kommen Sie rein. Ganz lieben Dank! Josef Wieferich hat sich eine Menge Geld gespart, da er sein Haus fast allein gebaut hat. Allerdings hat das auch ein ganzes Jahr gedauert. Doch es ist grundsätzlich möglich. Von der Bodenplatte über das Zusammenstecken der Balken mit Freunden bis hin zur Elektrik und das Streichen des Hauses von außen. Um dem Holz innen Leichtigkeit zu geben, hat Frau Wieferich die bunten Stühle, weiße Fensterrahmen und Fußleisten selbst gestrichen. Wie fühlt es sich an, hier zu wohnen jetzt? Ich hatte von Anfang an eher so ein Ferienhausgefühl. Also so wie ich hier reinkam, habe ich gedacht, das ist ja so wie Urlaub. Und das hat mir so zugesagt, dass ich einfach ja ein besseres Wohngefühl habe. Und ich habe ja auch Allergien, also so heuschnupfenmäßig. Und dafür ist es auch, man hat einfach eine andere Luft. Doch das waren nicht die einzigen Gründe für ein Holzhaus. Im Grunde genommen haben uns viele Holzhäuser angeguckt. Das heißt vom Ständerwerk drüber hinaus und auch dieses hier. Über einem Ständerwerk sind sehr viele Folien mit drin. Und hier ist es eigentlich so, dass wir grundsätzlich alles Holzhaus haben und es auch atmungsaktiver ist in der Gesamtheit. Und wenn ich jetzt ein Betonhaus genommen hätte, dann hätte ich noch 2 Jahre lang heizen müssen, damit das Haus auch richtig trocken wird. Und früher hat man dann eben gesagt, erst schickst du den Betonhaus den Feind, dann den Freund und dann ziehst du selber ein, weil dann ist das Haus trocken war. Und das Problem hat man hier nicht. Häuser wie diese kennen wir aus Kanada und Skandinavien. Doch schon seit mehr als 25 Jahren werden sie auch in Deutschland gebaut. Dem will ich heute auf den Grund gehen. Dafür bin ich in Steinfeld bei Oldenburg, denn hier hat bereits 1996 Frank Berding mit seiner Firma Nordic House das Blockhaus nach Deutschland gebracht. 800 Häuser hat er schon gebaut und 60 kommen jedes Jahr dazu. Frank Berding ist mit Mitte 20 zum Holzhaus-Fan geworden, als er selbst in einem arbeitete. Er ging nach Finnland, um zu erfahren, wie Holzhäuser im Ursprungsland gebaut werden. 1995 brachte er sie dann nach Deutschland. Die originalen Blockhäuser, bei denen ganze Baumstämme aufeinander gestapelt werden, werden nur noch sehr selten gebaut. Denn durch das Austrocknen bekommen sie starke Risse und das Haus sackt in sich um ein paar Zentimeter zusammen. Deshalb ist heute die beliebteste Bauweise der sogenannte Doppelwandaufbau. Wir haben diesen Wandaufbau hier und der hat eine Dämmebene und 2 Blockebenen. Die ist bei diesem System so gebaut, dass das tragende Blockhaus innen liegt und wir einen Mantel darum gelegt haben, nach außen hin gedämmt. Das heißt, das ist sehr, sehr effektiv, immer nach außen dämmen, nie nach innen. Du drehst deine Jacke ja auch außen. Dazwischen wird hochverdichtete Zellulose als Dämmmaterial eingeblasen. Fett verpresst, das ist Altpapier. Ja, klar. Und woraus besteht Altpapier? Aus Holz. Aha. Also haben wir durchgängig im Prinzip ein geschlossenes System, was komplett aus Holz besteht. So, und das hat auch die Eigenschaften wie ein richtiges Stück Holz. Und du brauchst keine Folien, kein gar nichts. Der Clou daran ist, wir verleimen das Holz, das nennen wir Duobole. Die Verleimung hat den Vorteil, es verdreht sich nicht. Wenn du hier mal nach oben guckst, hast du zum Beispiel mal so einen Drehwuchs da drin, den schaltest du komplett aus, wenn du das Holz verleimst. Du hast einfach ein stabileres Haus. Für mehr Stabilität werden Rillen in die Holzbalken gefräst und an den Ecken eine sogenannte Kreuzung gebaut. Dadurch lassen sich die einzelnen Balken praktisch zusammenstecken. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Genau, wird so verzahnt und ja, so baust du im Prinzip dann Schicht für Schicht dein Blockhaus auf, wenn du es selber demnächst machen möchtest. Wenn man es selber machen möchte, ja, kann man es denn selber machen? Naja, wir können dir so ein Haus voll montieren. Ja. Oder du kannst auch eine Richtmeistermontage buchen bei uns. Das heißt, da kommen 2 Meister von Richtmeister her. Ja. Und die dann mit 4, 5 Leuten von dir das Haus mit aufbauen können. So kannst du natürlich einiges an Geld sparen. Durch den Do-it-yourself-Bausatz können Bauherren je nach Hausgröße ein paar tausend Euro sparen. Je größer das Haus, wie zum Beispiel ein Cottage, umso größer die Einsparspanne. Von der Bodenplatte über den Aufbau bis hin zu den Malerarbeiten gibt es unzählige Möglichkeiten, die teuren Profi-Arbeiten selbst zu verrichten. Nicht nur die Wand, auch das Dach wird doppelwandig gebaut und dann natürlich auch hier mit Zellulose aufgefüllt, sodass Wand und Dach in einem gedämmt werden können.
Jetzt muss man das ja vor der Witterung schützen. Ja. Muss man das dann nicht recht oft anmalen? Ja, wenn du die falsche Farbe nimmst, darfst du es ganz häufig anmalen. Aber wir haben eine Spezialfarbe aus Norwegen, extra für atmungsaktive Häuser. Und wenn du die Natur streichst, hält das so gute 10 Jahre. Und die Schweden und Norweger streichen die Häuser bunt. Und das ist auch wirklich so, die bunten Farben, die halten wirklich besser. Also da hast du fast den gleichen Schutz wie bei einem Putzhaus. So 15 Jahre kannst du da schon mit rausholen. Großartig. Und innen muss man ja nie streichen. Nein, du kannst streichen. Hier haben wir damals geölt. Dann wird es natürlich sehr dunkel und kräftig. Hier siehst du, es ist viel heller, das Holz. Selbst kelken könnte man und dann wären Wunschwände eben weiß wie in einem Steinhaus. Am Ende lassen die meisten ihr Holzhaus innen ganz natürlich. Nicht mal ölen ist notwendig, weil das Holz innen gar keiner Witterung ausgesetzt ist. Holz zählt zu den langlebigsten Baustoffen und kann mehrere Jahrhunderte unbeschädigt überstehen. Mittlerweile entstehen sogar mehrstöckige Holzhäuser. Von innen und außen sieht man diesen kaum an, dass sie aus Holz gebaut sind. Modern, mit großen Fenstern, fast im Bauhausstil. Am Computer im Büro zeigt Frank Berding mir, welche Möglichkeiten die sogenannte Schwedenwand bietet. Das wird immer mehr, weil dieser Look, glaube ich, ganz interessant ist, weil der so modern ist. Ne? Und dann erstellen wir im Prinzip so das Haus. Mhm. Das haben wir innerhalb von ein paar Tagen fertig dann. 1-2 Tage dauert das. Und wenn es dann richtig fertig ist, sieht das Ganze dann nämlich dann so aus. Wie denkst du, geht's weiter? Also ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr grüner denken. Also ich sag mal, die wollen auf die Umwelt achten, die wollen für ihre Enkel und Kinder einfach schauen, dass die Erde in einem guten Zustand bleibt. Glaubst du, es wird immer mehr werden mit den Holzhäusern? Ja, du musst dir immer so vorstellen, das größte Müllproblem verursacht die Bauindustrie weltweit. Also alles, was abgerissen wird, kann nicht wieder verwertet werden. Wir können alles wieder verwerten, was wir hier verbauen. Wir haben ein energetisches Konzept, was sehr, sehr gut ist. Also wir schlagen eigentlich mit unseren Low-Technik-Häusern, da brauche ich keine Lüftungsanlage für, fast jedes Niedrigenergiehaus. Du musst dir erst mal vorstellen, um ein Haus zu produzieren, egal was, brauchen wir bis zu 30 Mal weniger Energie, als wenn du ein Steinhaus machst oder Fertighaus baust. So, weil unser Holz wächst, ist ein riesen CO2-Speicher. Günstiger und klimaneutraler kannst du nicht bauen. Auf der anderen Straßenseite wurde gerade das neue Bürogebäude hochgezogen. Kaum vorstellbar, dass hier vor kurzem noch eine grüne Wiese war. Ach, das sieht schon auch toll aus, du. Ja, das mit dem Dach, das ist so eine Besonderheit bei Nordic House. Wir haben ja immer die sichtbaren Deckenbalken, Aufdachdämmung, das ist eigentlich immer Standard. Also das ist natürlich aufwendig. Wir können das auch nur schneiden durch unsere modernen Anlagen, die wir haben. Und es macht doch mehr Spaß, sowas zu sehen, wie wenn man da glatte Dächer hat, oder? Auf jeden Fall. Es sieht total schön aus. Es macht ja auch diesen amerikanischen Style so ein bisschen richtig aus. Richtig. Ja. Und unsere Kunden erwarten das auch von uns, dass wir Maximum auch coole Dächer und coole Häuser halt produzieren. Und das gehört einfach dazu. Verwendet werden übrigens Fichte und Polarkiefer. Die Produktion erfolgt an 2 Standorten, komplett in Deutschland. Und wie so oft können Bastler nicht aufhören, neue Ideen zu entwickeln. Und so entstanden während der Corona-Zeit Holz-Lounge-Möbel. Ja, guck mal, so können wir doch den Abend auch hier mal ausklingen lassen. Ne? Ja, Prost. Danke für den tollen Tag. Ich habe so einiges Neues über Holzhäuser erfahren. Und dass man sie mit Freunden allein aufbauen kann, hat mich am meisten beeindruckt.